Zip. Herzlich willkommen zum letzten Spendenquittungsthema mit dem Titel Spendenquittungen anzeigen, drucken und löschen. Ganz einfach, da überhaupt nicht lange. Jetzt schauen wir uns nämlich diese Maske, die wir vorher schon so oft gesehen haben, jetzt mal ein bisschen genauer an. Das heißt, wir schauen jetzt mal auf Finanzdaten und Spendenquittungen. Und hier sehen wir eben jetzt alle unsere erstellten Spendenquittungen. Ganz wichtig, und das ist, ja, es kommt hin und wieder, das ist eigentlich relativ häufig vor, dass Leute sagen, ich habe eine Sachspendenquittung erstellt und finde die nicht mehr. Ist logisch, ich muss natürlich hier oben umschalten zwischen Spenden und Sachspendenquittungen, ist ganz klar. Ich kann natürlich, wenn ich sehr viele Spendenquittungen habe in den letzten Jahren, so wie ich wie gesagt, ich habe NetXP-Verein seit 2008, also so seit 6 Jahren schon, bei mir ist natürlich da schon wesentlich mehr drin, sage ich jetzt mal. Und deshalb gibt es natürlich auch also diese Eingrenzungsmöglichkeit von Datum bis Datum. Vor allen Dingen dann eben auch zum Löschen ist es ganz praktisch. Ich kann natürlich auch einstellen, wer ist denn der Spender? Der Tennis beginne ich wieder zu schreiben, wie immer, wird sofort gefiltert. Ich kann auch nach dem Spendenzweck suchen. Vor allen Dingen wichtig, wobei ich natürlich das alles über Projekte machen würde, aber vor allen Dingen wichtig eben bei karitativen Organisationen, die eben verschiedene soziale Projekte unterstützen. Da kann man also ganz schnell nachschauen, für welches Projekt oder für welchen Zweck man eben eine Spende erhalten hat. Natürlich kann ich also auch direkt dann den Betrag eingeben, wenn jemand zum Beispiel kommt und sagt, ich habe hier Betrag kann ich nicht eingeben. Dachte so, Mensch, warum das jetzt auf einmal nicht mehr funktioniert, weiß ich nicht. Das gibt es ja wohl nicht, oder? Auf alle Fälle ist es so, dass man eben oftmals Spendenquittungen raussuchen muss, um sie eventuell neu zu drucken. Wobei das natürlich, haben wir ja schon mal besprochen, ein kleines Problem ist, denn bei Mehrfachdrucken muss sich der Verein immer sicher sein, dass eine Spendenquittung nicht öfter als einmal eben mit abgegeben wird. Wobei das natürlich wahrscheinlich auch am Finanzamt auffallen würde bei der Prüfung, wenn eine und dieselbe Spendenquittung eben zweimal bei den Steuerunterlagen sich befindet. Aber natürlich soll man immer aufpassen, dass man also nicht eine Spendenquittung 20 Mal druckt. Vor allen Dingen sollte ich nach dem ersten Drucken einer Spendenquittung diese dann nicht mehr verändern. Nicht, dass man der dann sagt, du pass auf, das war übrigens ein anderer Tag und dann, naja, ein bisschen Vorsicht walten lassen. Ansonsten kennen wir dieses System hier, das heißt, ich habe das Ganze natürlich zum Gruppieren hier. Ich kann jetzt nach Postleitzahlen zum Beispiel gruppieren, um eben zu sehen, wo, aus welchen Postleitzahlengebieten kommen denn meine Spender. Ich kann das Ganze auch dann nach Datum gruppieren. Ich kann das dann eben auch nach dem Namen des Spenders gruppieren, damit ich eben sehe, ja, wer spendet mir wann, wie viel. Das sind also diese Standardfunktionen. Ich kann natürlich also auch verschiedene Ansichten speichern, wobei das, ganz ehrlich, jetzt in den Spendenquittungen wahrscheinlich nicht sehr häufig der Fall sein wird. Da muss man also schon sehr viele Spendenquittungen erstellen, damit diese Gruppier- und Filterfunktionen oben Sinn machen. Ja, grundsätzlich ist es so, und das ist jetzt auch bei mir, weil ich das auch relativ, Gott sei Dank, häufig machen muss. Wenn ich also jetzt viele Buchungen erfasst habe, die ich noch nicht gedruckt habe, dann merke ich mir, bis zu welchem Tag ich die Spenden schon gedruckt habe. Schlussendlich, Gesundheit, markiere ich dann eben entsprechend die auszudruckenden Spendenquittungen, klicke hier unten auf Drucken und dann fragt er mich eben, will ich jetzt die markierte Spendenquittung drucken? Will ich die Liste drucken oder will ich die Etiketten drucken? Warum Etiketten? Das ist ganz einfach. Es gibt hier ein paar Vereine, die schicken ihren Spendern eben so ein Spenderheft, sage ich jetzt mal, da eben drin steht, was mit den Spenden passiert. Und die wollen das natürlich dann in Form von Etiketten haben, ist ganz klar. Wenn ich markiere, aktuelle Spendenquittung drucken, dann fragt er mich eben, ob dieser Druck in der Dokumentenverwaltung gespeichert werden soll. Die sind mir ja inzwischen aus Kommunikation gewohnt. Ich sage jetzt mal nein. Und jetzt fragt er mich eben, auf welchem Drucker oder Vorschau. Ich wähle jetzt mal die Vorschau. Und dann schaut eben das Ganze wieder so aus. Wenn ich das Ganze natürlich mehrfach habe, dann kommen eben später entsprechend viele Spendenquittungen aus dem Drucker raus, die ich dann alle unterschreibe und wegsende. Es gibt übrigens auch einen Verein bei uns, der hat angefragt, ob es denn möglich ist, dass man so Spendenquittung vorunterschreibt und per E-Mail zusendet.
hat bei diesem Verein einen ganz einfachen Grund. Und zwar, ich sage jetzt mal, sitzt hier der Vorstand des Vereins und der Hauptschatzmeister des Vereins in Süddeutschland und derjenige, der sich ehrenamtlich nur um diese Spendenquittungen kümmert, der sitzt im Norden des Landes. Das heißt, unterschriftsberechtigt auf einer Spendenquittung in diesem Verein ist nur der Hauptschatzmeister und der Vorstand. Derjenige, der diese Spendenquittungen versendet, sitzt aber, wie gesagt, im Norden und dürfte die gar nicht unterschreiben. Und hier wäre es natürlich ein furchtbares Zinnober, denn der müsste die jetzt erstmal alle ausdrucken, müsste die nach Süddeutschland schicken, damit einer dieser beiden die unterschreibt und dann schicken die vielleicht sogar wieder zurück und der verschickt es dann wirklich an die entsprechenden Spender. Der hat damals bei seinem Finanzamt angefragt und hat eben gefragt, ob es denn möglich ist, eine eingescannte Unterschrift auf dieses Spendenformular zu setzen und dann diese Spenden auch eben um CO2 zu sparen, eben auch per E-Mail zu versenden, weil es auch bei ihm sehr kleine Spenden waren, muss man sagen. Und in diesem Einzelfall hat das Finanzamt sich dafür entschieden, also der hat also dann die Freigabe für diesen für ihn zuständigen Finanzamt erhalten. Das heißt, wenn Sie sowas machen wollen, fragen Sie einfach im Finanzamt nach, rufen Sie an, die sind alle ganz nett, ich habe noch nie jemanden getroffen oder noch nie mit jemandem gesprochen, der also nicht ganz nett gewesen wäre. Und das ist jetzt keine Schleinerei. und einfach mal anfragen und dann werden Ihnen die sicher ja, teilweise ja und vielleicht auch teilweise nein mitteilen. Ja, nach dem Drucken kann ich natürlich noch die Liste exportieren. Ich habe das schon mal vorbereitet. Ich habe hier so eine Liste schon mal exportiert. Warum brauche ich die? Ja, meistens sind es im Verein eben ein paar Leute, die jedes Jahr eben zum Spendenbetteln, nennen sich immer, rumgeschickt werden und meistens sind es auch immer die gleichen Leute, die zu den gleichen Spendern gehen. Und damit dann die wissen, wie viel vielleicht im letzten Jahr der entsprechende Spender gespendet hat, kann man eben jetzt diese Liste exportieren nach Excel und kann die, also hätte es auch vorher drucken können, und kann dann eben ja die entsprechend aufteilen, ausdrucken. Und dann wissen auch die Leute wieder, wie viel sie spenden. Oder ja, wie viel eben die entsprechenden Spender das letzte Jahr gespendet haben, und die eventuell nochmal neu zu fragen. Diese Spendenquittungen erstellen haben wir ja vorher gemacht. Wüsste man noch, Geldzuwendung manuell erstellen, Sachspende manuell erstellen. Ich kann natürlich die bereits erstellten Spendenquittungen nochmals bearbeiten, wobei ich auch hier natürlich ganz genau wissen muss, was ich mache, denn wie ich vorher schon erwähnte, eine Spendenquittung, die gedruckt wurde und dem Spender ausgehändigt wurde, darf ich nicht noch einmal bearbeiten, ändern, vielleicht nochmal drucken, soll ich nicht machen. Sondern nur wenn ich also bei der Erstellung einen Fehler gemacht habe, dann kann ich eben die hier nochmal bearbeiten und dann rausgeben. Und dann kann ich natürlich also auch Spendenquittungen löschen. Vor allen Dingen eben, wenn meine Mindestaufbewahrungsfrist von 10 Jahren abgelaufen ist. Das heißt, das ist also jetzt schon eingebaut. Später wird es so laufen, ich gehe jetzt mal am Ende eines Jahres her. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass wir das Jahr 2024 jetzt schon haben. Und dann sage ich eben, alle bis vor 10 Jahren war dann 2014. Also das heißt, alle, die bis zum 31.12.2013 ausgestellt wurden, will ich jetzt mal sehen. Und die kann ich dann später eben alle markieren. Und dann eben so markierte löschen, damit ich eben dieser Pool der Spendenquittungen hier weniger wird. Natürlich können Sie die auch drin lassen. Die müssen Sie löschen, die bleiben eh nicht drin gespeichert, es kostet ja nichts und der Speicher in der Form ist ja auch komplett umsonst. Das ist nur eben erwähnenswert der Übersichtlichkeit halber. Aber ich glaube, ansonsten ist das relativ einfach und wie gesagt ganz wichtig. Hier oben kann man noch umschalten zwischen Objekt oder Geldzuwendungen. Soweit ist es total easy, oder? Richtig? Ja. Ist nichts dabei. Das nächste Mal machen wir was, das ist wesentlich interessanter, was das betrifft, und zwar sind es dann nächstes Mal sogenannte Spenderlisten. Spenderlisten, vielleicht ganz kurz erklärt, sind Spendenquittungen, die eine bestimmte Menge aus Einzelspendenquittungen oder aus Einzelspenden zusammenfassen. Auch hier wieder sei es erwähnt, karitative Vereine oft eventuell kirchliche Vereine oder ja meistens eben karitative leben von sogenannten Dauerspendern. Das bedeutet also, Dauerspender sind Spender, die eben ja mehrmals im Jahr spenden. Es gibt oft Daueraufträge, 5 Euro im Monat, 10 oder 20 Euro im Monat. Und wenn wir diese Spender
Es bringt ja nichts, wenn wir diesen am Jahresende dann 12 Spendenquittungen in die Hand drücken, für jede 5-Euro-Spende eine. Das heißt also, die kann man dann später eben in sogenannte Spenderlisten zusammenfassen. Das heißt, diese Spendenquittung ist dann zweiteilig. Der Teil 1 ist praktisch die Spendenquittung an sich und der Teil 2, die zweite Seite, ist dann die Aufzählung dieser ganzen Einzelspenden. Aber wie gesagt, das macht man nächstes Mal. Gibt es hier eben zu dieser grundsätzlichen Übersicht der Spendenquittungen noch eine Frage? Nein. Wunderbar, dann würde es mich wahnsinnig freuen, wenn wir uns nächste Woche wieder hören würden. Ja. Und verbleibt dann mal bis zur nächsten Woche. Ja. Ja.